So, ich bin hier mit einem Lager, habe einiges gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Asox, so heißt das Ding, glaube ich, ausgebrütet. Können wir ja mal gerade gucken. Den habe ich hier unten reingesetzt, weil der hat hier zwei Feuer und einen Tragen. Ne, ein Holz hat der, also der kann ein bisschen mehr wie unser normaler Foxpark. Und deswegen habe ich den dann genommen. Den hatte ich ausgebrütet. Wir haben noch Eisen geschürft. Wenn man nennt man das Schürfen, ich weiß es gar nicht. Da haben wir jetzt die Metallrüstung aufgemacht, die dann da irgendwann fertig ist. Das habe ich gemacht und ja, diverse andere Dinge auch noch. Das Ei braucht noch 4 Minuten. Das ist schon mal gut. Und ja, jetzt wissen wir nicht, was wir tun sollen. Ne? Ihr schaut das Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm. Mal schauen, was wir dann machen. Vielleicht können wir erstmal gucken, ob wir die Rüstung reparieren oder habe ich schon. Ne, die ist noch nicht. Aber die brauchen wir nicht reparieren. Die wollte ich nicht reparieren, weil ich gesagt habe, ich kriege eine neue Rüstung. Allerdings Metallbarren ist für alles andere auch in Gebrauch. Das heißt, wir reisen mal gerade ins andere Lager, weil da haben wir das Eisen direkt vor der Tür, ne? Da ist ja hier oben Eisen. Und dann können wir auch mal gerade gucken, wie es hier so los ist. Da hinten. Ah, die haben gerade Steine abgebaut. Das passte schon alles. Sieht erstmal alles gut aus. Wir können mal gerade hier auch schauen, dass wir das Getreide hier rausnehmen wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch wieder Neues machen, damit wir Toastbrot kriegen. Da gibt es jetzt mal ordentlich Toastbrot dann nächstes Mal. Und das ist ja hier auch schon mit 24 gar nicht ohne. Da kommen jetzt aber nur 9 raus, aber das ist schon mal nicht schlecht hier. Gut, jetzt wollen wir hier noch ein bisschen hacken, damit wir ein bisschen Eisen kriegen. Das brauchen wir ja noch. Aber hier fehlt ein Bett für den Pal, okay. Wir können ja hier auch so neue Pals machen, ne? Also neue Betten machen. Kriegen wir das schon hin? Hier, das hier. Aber Stoff fehlt und Nägel fehlen. Okay, die reißen hier auch gerade alles ab, ne? Stoff fehlt und ja, das können wir alles hier nicht machen, oder? Da unten. Aber hier sind sogar noch 59 Kugeln im Anstich, das ist schon mal gut. Stoff wäre möglich. Ah, lass ruhig 30 machen. Und dann fehlt es aber im Rest, ne, oder? Ja, was haben wir hier noch? Das haben wir, das Halsband und die Melpaka-Sattel und die Rutschwerpack brauchen wir auch nicht. Gut, das ist schon mal gut. Ja, da arbeitet einer dran, das ist auch gut. Hier liegt eine Kugel rum, die nehmen wir mal mit. Wie sieht es hier oben so aus? Hier haben wir noch eine Kiste. Was haben wir da reingetan? Bis jetzt nichts. Ja, müssen wir auch jetzt gerade nichts reintun. Das Eisen wollen wir mitnehmen. Die sind hier beschäftigt. Was gibt es hier sonst noch so? Oh, hier gibt es ganz viele Kugeln. Guck mal an. Diesen einen, den ich hier reingesetzt habe, der gräbt die ganzen Kugeln aus. Das ist gut. Und hier gibt es einen Toko-Toko-Überfall. Himmelfahrtskommando. Hier ist das, der das alles macht. Gut, wir haben die Armbrust rausgeholt. Wir gucken, wo der Überfall kommt von da hinten. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Schlimmes. 77 war das? Ah, hier ist schon wieder irgendwas mit der Tür nicht in Ordnung. Das heißt, einmal auf, einmal zu, dann passt es wieder, oder? Genau. Ich glaube, wir müssen das Gewehr nehmen. Die waren noch am Explodieren. Ah, ich glaube, das wird etwas schwieriger. Ach, da kommen noch welche. Der hat hier alles angesteckt, ne, ne? 25 Meter, der ist da hinten hingelaufen. Meter. Geht er ins andere Lager oder was? Ja, wird wohl wahrscheinlich so sein, ne? Ist hier noch irgendwas Interessantes für mich zum Abholen? Vielleicht da oben? Ja, der Angriff ist durch. Der hat sich sowieso verlaufen wahrscheinlich. Oh, guck mal, was da ist. Geil. Ja, da müssen wir wieder ganz viele haben, das ist das Problem, ne?
So, jetzt ist dann die Frage, da unten im Käfig ist schon wieder einer, ne? Ja, wenn ich hier runterfliege, ist das, glaube ich, zu schlecht. Weil da lande ich dann da unten und das ist um mich geschehen wahrscheinlich. Obwohl, wir können das ja so machen, dass wir erstmal einen freien Flugfall machen, ne? Und dann gehen wir mit ihm los. Ich glaube, da war einer dran, den wir befreien konnten. Ne, doch, doch ist einer dran. Wir können mal gerade auf die Karte gucken, wo wir sonst noch so. Da waren wir ja schon überall. Er macht jetzt keinen Sinn irgendwie. Ich würde mal sagen, das war 23, aber hier ist ein 17er Azurrobe. Die werden wir wohl dann mal gerade in Angriff nehmen. Dann müssten wir zu der Brücke rüber und dann schauen, dass wir da hinkommen. Wir sind jetzt hier, das heißt, hier irgendwo um die Ecke müsste ja dann eigentlich auch ein Dingens sein. Aber vielleicht gehen wir mal gerade ins Lager zurück, weil ich noch ganz viele Sachen im Rucksack habe, die ich dann doch entledigen möchte. Jetzt können wir gerade noch ein Brot und einen Toast essen. Brot ist schon alle. Haben wir kein Dingens mehr im Rucksack? Ne, wir haben keine Eier mehr im Rucksack. Okay, das heißt, wir müssen da gleich was im Lager tun. Oh, hier liegen ein paar rum, die sind tot. War es so schlimm mit dem? Ach, die werden bestimmt schon wieder gesund. Den haben wir schon. Den Braten nehmen wir mal. Was ist mit dem Braten los? Geil 1. Geil 6. Das Toastbrot ist mit am besten, ne? Das heißt für uns eher nix. Pack die mal gerade erstmal da rein, damit er was isst. Wir sind überladen auf jeden Fall. Werden die wieder fit? Ich weiß es nicht. Springen wir runter in das andere Lager gerade. Und dann packen wir hier gerade aus. Das dahin. Na, jetzt greifen wieder welche an. Mann, ist das aber doof. Das Toastbrot war mit Guy 6, naja. Kugeln waren jetzt hier nicht zu gebrauchen. Gehen wir mal gerade hier gucken. Ah, hier war noch ein Eisen. Nehmen wir das gerade mit. Können wir hier noch was reintun? Hier, das könnte man auch essen, ne? Ist ziemlich viel los und ich habe schon keine Chance mehr. Ich glaube, der Angriff ist schon abgeschlagen, ne? Ja. Dann heben wir noch ein paar Beutel auf, die hier vielleicht rumliegen.
Alles Goldmünzen und so. Passt schon, ne? Dann können wir wieder was weglegen. Hier so zwei mittelgroße Palsälen hatten wir, okay. Was können wir wegbringen? Hier ist Medizin. Lassen sich nicht damit wiederherstellen, okay. Geh erstmal hier rein. So. Nimm mal die Eier da raus. Ah, die sollen sie erstmal aufessen, aber eigentlich ist das Blödsinn, ne? Schieb das mal alles nach einem nach rechts. Und wir legen mal das Toastbrot erst da rein. So, die Eier nehmen wir mit, das passt dann schon. Haben die auch eins? Ja, die haben auch eins. Die haben keins. Die roten Beeren bringen gar nichts. Was war mit denen hier? Ist auch nur eins. Weiß ich noch nicht. Können wir was reparieren mittlerweile? Nee, wollten wir auch nicht, ne? Wir haben keinen einzigen Baum hier. Haben wir die nicht angestoßen? Doch, ne, oder? Wahrscheinlich nicht, weil wir keine hatten. So, da können erstmal welche gemacht werden. Hier noch was Interessantes für uns? Ich glaube eher nicht. Nägel hätten wir machen müssen irgendwo für. Ich weiß aber nicht mehr wofür. Die Rüstung könnte fertig sein, ne? Ja. So, jetzt schauen wir mal mit der Rüstung. Wir haben jetzt 100 und 940. Also die 100 haben wir auch wieder, aber 940 ist 110 mehr geworden. Die packen wir gerade im Beutel rein. Das ist für uns der bessere Nährwert wahrscheinlich. Obwohl. Die schmeißt da rein und das ist ein Nährwert 60. Und ich mache den erstmal da rein. Den zweiten Slot haben wir nicht frei, weil wir keinen zweiten Beutel haben. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was ist das? Ein Ei brauchen wir nicht. Jetzt hier mal was loswerden vielleicht. Was können wir hier noch reinpacken? Die Munition, obwohl die war woanders. Aber das ist auch Munition, die wir gerade nicht gebrauchen können. Lege ich sie doch da rein. Das Getreide ist woanders weg. Das kommt in die große Kiste. Packen wir da erstmal rein. Das brauchen wir nicht mehr. Hier sind auch ein paar Nägel tatsächlich. Sphäre nehmen wir mit, kann hier oben hinlegen. Den Stein brauchen wir definitiv nicht. Der kann definitiv hier hin. Lege ich die beiden auch noch hier rein. Ach, jetzt habe ich das ausgetauscht. Das kann auch hier rein erstmal. Medikamente legen wir da rein. Die Eier nehmen wir mit. Pilze haben keinen Nährwert, können auch hier bleiben im Endeffekt. Schuss haben wir noch 39. Ich glaube, wir laufen ein bisschen langsamer mit der Rüstung, ne? Aber dafür ist er halt stärker. Gut. Achte sind schon fertig und der neunte gleich auch. Dann können wir die rausnehmen und dann gehen wir mal an den Tisch hier und gucken, dass wir das Wasser fertig machen können. Metallbaren 3. Repariere erstmal das Gewehr. Dann das. Das. Wie viel brauchen wir? Da brauchen wir gar nichts für. Und dann geht's ja. Alles heile, bis auf die Armbrust. Die braucht. Können wir auch nehmen. Alles repariert, das ist schon mal gut. Ach so, was ich noch machen wollte, ich wollte hier noch ein Ding ins Level abmachen. Beim Pal. Und zwar bei dem hier. Da haben wir nämlich zwei. Okay, dafür brauchen wir zwei. Jetzt nicht. Maximal SP, Verteidigung, Arbeitstempo. Verteidigung 3% dazu wäre das. Eigentlich würde ich das, aber wir machen mal das. Der ist schon ganz cool erstmal.
Gut, dann haben wir das auch erledigt. Die Punkte sind auch weg. Dann gehen wir hier mal rein. Da haben wir noch einen Punkt. Ich glaube, da war nichts mit. Doch, da ist noch was mit einem Giftpfeile. Können wir mal hölzerne Aufbewahrungs. Barmöbel. Ist jetzt nichts Interessantes, ne? Das Geschirr von dem Hund wäre dann vielleicht noch interessant. Das ist ein Fluggerät oder was ist das? Als Eisgranate verwenden, okay. Und dann kommt schon, ne, hier ist auch noch Arok-Sattel, okay, mit dem könnte man auch reiten. Arok-Sattel zu reiten, okay. Kaminset, ne, das ist jetzt alles nicht, wo ich das einsetzen möchte. Diese Sachen sind alle jetzt nicht so wichtig. Dann könnten wir doch den Dingens hier, den Hundesattel machen vielleicht, ne? Was braucht denn der? Ach, der ist jetzt noch nicht mehr hier. Wo ist er denn? Da ist er. Da, oh. Leder fehlt uns da 10-mal, okay. Für den Sattel fehlt Leder. Lass uns schlafen gehen und ich denke, wir machen hier erst noch einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.